Hammer, Zange, Draht, kommst du bis nach Leningrad? Ich habe mir einen richtig schnapper Werkzeugwagen gekauft bei Amazon. Und ihr dürft gerne mal raten, was er kostet. Ich löse das nachher auf. Hier ist alles drin, was man braucht. Ob das Werkzeug allerdings von der Qualität auch so ist, das ist noch die Frage. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus, oder? Was sagt ihr? So, erstmal danke fürs Einschalten. War übrigens gerade beim Hautarzt. Und ich dachte, das wäre Schuppenflechte. Hab's mit Cortison angerieben, das wurde immer schlimmer. Jetzt kam raus, es ist die Stewardessen-Krankheit. Nein, ich hatte nichts mit einer Stewardess. Das liegt einfach daran, durch zu trockene Luft, zu viel Eincreme mit Nivea oder sowas zum Beispiel. Das ist wohl nicht so gut. Überpflege der Haut, obwohl ich jetzt kein Pflegetyp bin, aber egal. Haben die jetzt gesagt, das ist die Stewardessen-Krankheit. Nachher noch mein Zeug abholen, dann sehe ich nächste Woche wieder aus wie neu wahrscheinlich. Und ja, wie geht's aktuell weiter? Ich habe einen Werkzeugwagen gekauft. Den gibt's bei Amazon und ist natürlich jetzt nicht das High-End-Werkzeug, sondern das ist eine Kiste, die ja nicht in einer Kfz-Werkstatt vielleicht steht, aber da zu Hause, wo man durchaus öfter mal was schraubt oder macht, da ist das Ding auf jeden Fall sinnvoll, würde ich sagen. Übrigens, hier draußen steht noch der Boxer, da muss ich immer noch mal hinschreiben. Das ist, ja, ich werde es auf Gewährleistung machen, weil es sind verschiedene Punkte bei den Boxautomaten. Ich habe jetzt zum Beispiel nachträglich die Scheibe reingesetzt, damit hier keiner Stromschlag kriegt, weil er hier durchschlägt oder so. Man kann halt direkt auf die Platine schlagen, weil da liegen jetzt nicht 230 Volt drauf. Aber je nachdem, wie dumm derjenige schlägt, hier hinten liegen ja 230 Volt drin. Ja. Und ja, war leider ein Fehlkauf, muss ich sagen. Ob er jetzt als Reserve steht und er mir den repariert, beziehungsweise die vernünftigen Teile dafür schickt, das kann ja nicht sein nach 200, 300 Boxen, dass das Ding da durch ist. Ne? So. In der Regel bei täglichen Einsatz, Hardcore-Einsatz halten die auf jeden Fall ein Jahr. Die meisten kaufen die Geräte neu, also die das öfter aufstellen. Die kaufen die Geräte neu und nach einem Jahr werden die verkauft, weil dann fangen halt die Kinderkrankheiten an. Hast du den Metallsensor oder den Bewegungsmelder da oben, hätte ich was gesagt, der halt checkt, wie schnell die Birne nach oben schlägt und nach oben kommt. Und die Boxbirne natürlich, die hält auch nicht ewig. Und das kann man sich sparen, indem man sich einmal ein neues Gerät kauft und nach einem Jahr das andere Ding abstößt. Ist halt blöd, weil es mit der Abschreibung nicht ganz hinkommt, aber ist ja nicht verboten. So, ich würde sagen, wir gehen mal rein hier in die gute Stube, der Ofen ist an. Und übrigens nicht wundern, im Hintergrund steht noch der Massagesessel, der war angeblich verkauft, aber das ist dann immer so, dann ist er doch nicht mehr verkauft. Auch der Hubwagen, den InnoLift, wenn ihr gerne möchte, kann sich gerne melden. Den gebe ich für 3.200 netto ab, Neupreis lag glaube ich bei 6.000 mit allem Zubehör. Super Schnapper. Ich packe das Geld halt in die neue GmbH rein, damit ich dann die Firma da gründen kann. Und ja, also die Arcade-Halle. Onkel Arcade, ne? Übrigens das Ding im Norden. Also, die Hundehütte steht ja auch noch. Die muss irgendwie, die war ja eigentlich im Laden drin. Es kann sein, dass ich da die Kaffeemaschine jetzt wegmache und dafür das Ding wieder hinstelle, weil die Kaffeemaschine läuft ja eh nicht. Einmal vom Umsatz her und einmal von der Kaffeemaschine her selber halt, ne? Ja, Massagesessel halt mega günstig. Kannst du 12 Jahre benutzen, dann machst du einen neuen Bezug drauf, kannst du alles nachkaufen einzeln. Und dann laufen die nochmal 12 Jahre, während die Chinesen nach einem Jahr, ja, den Gewinn wieder aufgefressen haben, weil sie kaputt sind. Aber das muss jeder selber wissen. Der ist wie gesagt auch noch zu haben. Ich kann ja gerne nachher mal meine Kleinanzeigen unten mit reinpacken in die Beschreibung. Könnt ihr mal gucken, was noch da ist. Der InnoLift ist jetzt noch nicht eingepflegt und der Massagesessel steht noch drin und da kommen noch irgendwelche Sachen dazu. Vielleicht auch der Boxer, wenn er wieder heile ist, für einen Schmarrntaler. Das weiß ich nicht, ob ich den überhaupt verkaufen werde, weil, ja, den bisher in einem Jahr wieder, ja, hier. Nayak setze ich nachher auch noch rein zu verkaufen. Ja, ich schätze mal für 350 netto ungefähr könnt ihr das kaufen. Ist abgemeldet, Nayaks V-Post Touch. Wir steigen ja selber um auf Automaten dann Pay. Und dementsprechend brauche ich die Geräte nicht mehr. Ich werde eins noch behalten, weil Kunden das ja halt auch nutzen bei uns. Und man mal zwischendurch gucken kann, was da Phase ist. Und Hilfestellung leisten für die Onkel Kram Academy. Deswegen braucht man immer noch ein Gerät. Aber der große und Ganzen kommt halt weg und wird halt ersetzt. Zusätzlich kommen dann noch Silaf-Geräte mit rein. Weil wir auch Silaf-Geräte verkaufen. Da müssen natürlich auch Academy-Videos erstellt werden. Und da gibt es, wie gesagt, auch mal noch einige Neuerungen. Neues dann halt auch noch mal ja, jede Menge Automaten als Showroom zum Vorführen nachher. Ab 1.4. ziehen wir um, bis alles komplett da ist. Ich denke mal, bis Sommer, spätestens Herbst, stehen dann da auch Geräte im Showroom und von daher. Aber heute geht es nicht um die Geräte im Showroom, sondern um das Teil hier, ein Werkzeugwagen. Das Problem am Werkzeug ist, dass es, der 17er ist meistens weg. Hier ist der 19er, der ist auch meistens weg.
Hier ist der, ja, der 17er ist tatsächlich weg. es ist immer überall verstreut und keiner weiß, wo es ist. Und es ist irgendwie geiler, wenn man das Werkzeug hinrollen kann und immer alles vor Ort hat und nicht 10-mal hin und her rennen muss. Und vor allen Dingen, wenn man einen Ort hat, wo man nochmal eben ja, was drauflegen kann, schrauben kann, ohne dass einem die Schrauben wegfallen, mit einzelnen Fächern, auch Getränkehalter, ganz wichtig, dass man zum Beispiel mal hier, wenn man Zoomkist-Trinker ist, dass man sich hier eine Zoomkist reinstellen kann. Mega cool. Man könnte jetzt rein, theoretisch, würde das passen, den Schraubstock. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da müssten wir einen anderen ranbauen. Müssen wir mal gucken, ob wir den Schraubstock hier auch rankriegen. Auf jeden Fall haben wir hier Fächer drin. Das ganze Ding ist abschließbar. Wenn die Fächer richtig drin sind, ist es abschließbar. Und dann können die auch nicht mehr raus. Das heißt, man kann das auch transportieren. Wir haben unten Feststellräder. Und ich musste jetzt letztendlich nur den Griff dran bauen und die Räder unten. Ich, Depp, habe das mit dem Hubwagen hochgehoben, statt einfach das Werkzeug rauszunehmen und das Ding auf die Seite zu legen. Da bin ich hinterher erst drauf gekommen, warum ich das denn nicht mache. Ja, schöner, richtig schöner Werkzeugwagen. Ist jetzt nicht High-End, muss man sagen. Also es gibt natürlich Werkzeugwagen, die echt High-End sind. Also eine professionelle Werkstatt, gewerblich genutzte Werkstatt, würde ich jetzt damit nicht ausstatten, ne? Also wir sehen auf jeden Fall, die Fächer sind bis 25 Kilo belastbar pro Fach. So, wir sehen das hier in der Skala, so jedes Fach 25 Kilo mindestens. Sind so kugelgelagerte Schubfächer, also nicht irgendwas, was schwer rausgeht. Und die größeren Fächer, also 35 und das ganz große unten zum Beispiel, da könnten wir eine ganze Familie reinstellen mit 40 Kilo. Also keine gut ernährte Familie, aber eine Familie. Ganz wichtig ist auch das Kornfach. Also hier im Norden trinkt man viel Korn und da kann man ungefähr oben, ich schätze mal, 4 Flaschen, 5 Flaschen, unten auch nochmal 5 Flaschen hinstellen. In meinem Fall ist da jetzt Licht- und Klebeband drin. Auch das ist einmal mit Magnet gesichert, das finde ich cool. Also es geht ran und hält auch. Also es geht nicht gleich auf und dann kann man es natürlich nochmal abschließen, damit die Ratten nicht kommen und das Werkzeug klauen. Genauso wie hier kann man das Ganze abschließen, habe ich schon gezeigt. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal die Schubfächer an. Also das Wichtige, was mir jetzt wichtig war bei den Schubfächern, ist auf jeden Fall einmal das hier, dass sie nicht von alleine rauskommen. Also wir müssen erst von unten diese Verriegelung drücken und dann kriegen wir das Schubfach auf. Wir kriegen auch alle Schubfächer gleichzeitig auf. Es gibt Wägen oder Wagen, da muss man dann erst einen zumachen, das andere aufmachen, das nervt. Und hier kann man dann quasi alle Schubfächer aufhaben. Natürlich, irgendwann fällt der Wagen um. Ne, also es geht nicht bis, dass man alle aufmacht. Muss auch ein bisschen Gleichgewicht gehalten werden, aber es sollte ja logisch sein. Das haben wir hier diese Einsätze drin. Ne? Und die Einsätze finde ich mega geil. Es gibt 2 verschiedene, es gibt noch billigere Werkzeugwagen, die haben dann halt Plastikeinsätze. Und dieser hier hat diese Schaumstoffeinsätze, wo oben nochmal so eine carbonähnliche Verklebung drauf ist. Das fand ich halt mega cool. Dann sieht man aber gleich, wo was hingehört. Kann es gleich wieder reinräumen. Ob man es dann nachher so macht, weiß ich noch nicht, aber ich stelle mir das ganz schön vor eigentlich, dass man das Werkzeug, was man benutzt hat, oben drauf legt wieder und dann halt, ja, nachher einsortiert. Jetzt haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fächer. Es sind nicht alle Fächer gefüllt. Das letzte Fach unten, das habe ich selber gefüllt. Kann man einen Akkuschrauber sowas zum Beispiel reinpacken. Aber die anderen Fächer sind alle gefüllt. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal kurz durch. Also wie gesagt, das wird jetzt kein Premium-High-End-Werkzeug sein bei dem Preis. Aber wir haben immerhin ein Drehmoment drin, hier so ein flexibles Ding zum Schrauben, Hammer, Pfeile, Nussaufsätze, das heißt, zum Räder wechseln, wenn wir mal Winterreifen drauf machen oder Sommerreifen. Nächste Abteilung ist die Zangen- und Hammerabteilung, könnte man sagen. Also hier alles, um Sprengringe wegzukriegen, Kombizange. Also man sieht jetzt an dem Werkzeug, das ist jetzt nicht High-End. Ich habe da... Wenn das Neues geht, ist noch nicht so gut raus. Ne? Also das schneidet, ja. Aber man sieht halt, dass es jetzt nicht bis zum Ende veredelt worden ist. Mal gucken, geht die Kombizange auf. Und manchmal diese billigen Kombizangen, die klemmen dann, aber das klemmt nicht. Sieht alles ordentlich aus. Denkt man nachher, wenn man es öfter benutzt hat, geht es auch viel, viel besser. Ne? Hier, das ist Gold wert, sowas. Gold wert. Schraubenzieher ohne Ende. Auch die Elektriker-Schraubenzieher, nennen die sich so, ich weiß es nicht. Oder für die ganz kleinen Schrauben hier, für die Popelschrauben, dass man da mal was hat, wenn man was Elektronisches macht. Hier, das ist geil. Ist der 17er dabei? Der 17er ist dabei. Und sogar hier mit dieser, wie nennt man das? Ratschenfunktion, ne? Die Ratschenfunktion finde ich mega. Also von 6 mm bis
27 ist jetzt das größte. Und das sogar auch als Ratsche. Gut, wenn man es größer braucht, kann man es sich immer noch nachkaufen. Unten mit reinlegen. Dann haben wir hier alle Aufsätze. Wie nennt man das? Imbusschlüssel in 6 Grand. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall alle Größen, die man gebrauchen kann. Auch ja, etwas länger. Und ganz oben drin sitzt nochmal, wie gesagt, der Ratschenkasten. 3 verschiedene Ratschen. Ist halt nicht High-End, wenn man es anfasst. Ne? Aber es ist für den normalen Bedarf, sage ich mal, ganz in Ordnung. Als Automatenaufsteller, was braucht man da? Die 8er Nuss, die 7er Nuss. Wo ist die denn? 6. Wo ist denn die 7er? Bin ich blind? Da. Da ist ja. Aber ich finde, wie gesagt, für den Heimbedarf oder den leichten Einsatz, bei mir ist es zum Beispiel für die Arcade-Halle und so weiter, weil überall liegt das Werkzeug rum. Dann hast du da mal was gekauft, dann suchst du in irgendeiner Werkzeugtasche rum, dann findest du ihn nicht, weil er schon wieder woanders liegt. Und hier hoffe ich zumindest, dass es, könnt ihr mal reinschreiben, habt ihr selber einen Werkzeugwagen und räumt ihr das alles wieder rein? Oder ist dann irgendwann das Inlet raus und die Werkzeuge liegen lose drin? Wie macht ihr das? Das würde mich mal interessieren. Cool auf jeden Fall, könnt ihr außen nochmal ankreuzen, was da jetzt drin ist, ob da jetzt ein Hammer drin ist, ob das hier die Schraubenzieher sind und so weiter. Das finde ich halt ganz praktisch. Mepisto heißt das Ding. Also Mepisto selber sagt mir jetzt nichts. Also der Standard-Schraubstock geht hier auf jeden Fall schon mal nicht ran. Müsste ich mal gucken mit Zubehör, ob ich da noch was finde. Aber ich hoffe soweit, das Video hat euch geholfen, dass ihr sagt, wow, das ist mein neuer Wagen. Das ist, ist schon praktisch. Klar, wenn man mehr bezahlt, bekommt man auch mehr. Aber ich finde, preis-leistungsmäßig passt das. Man hat so ziemlich alle Werkzeuge, die man braucht, da drin. Was man nicht hat, braucht man nicht. Was man dann halt nachkaufen. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, ob ihr da vielleicht selber schon Erfahrungen mit gesammelt habt. Auf dem ersten Eindruck fand ich das Ding eigentlich ganz gut. Das war's, euer Onkel Kramer. Ciao.